Herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit endlichen Gruppen. Wie immer, euch versteht man nicht im Video, sondern nur aus dem Off und ich wiederhole das, was ihr sagt. Okay? Ihr habt euch in Vorbereitung mit unterschiedlichen Symmetriegruppen befasst, von regelmäßigen Vielecken. Und das wollen wir jetzt mal systematisieren. Das schauen wir uns mal im Detail an. Und wir beginnen mal mit folgender Struktur, nämlich wir schauen uns mal die Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks an. Gleichseitig, okay? Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks. So, welche gibt es denn da? Welche gibt es da? Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks. Welche Drehung bildet das gleichseitige Dreieck auf sich selbst ab? Simba. Die Drehung um 360 Grad, okay. Die Drehung um 360 Grad ist ja die Drehung, die, Hexe? Identität, genau. Also wir haben auf jeden Fall mal die Identität. Die ist gleich die Drehung um 360 Grad oder die Drehung um 720 Grad und so weiter. Das brauchen wir natürlich nicht alles separat aufführen, weil es die gleiche Abbildung ist. So. Das ist die Abbildung, die nichts macht letzten Endes. Also das Dreieck ABC auf das Dreieck ABC abbildet. Okay, welche Drehungen gibt es noch beim gleichseitigen Dreieck? Hexe? Die Drehung um 120 Grad und die Drehung um 240 Grad, genau. Es gibt ja drei Deckdrehungen sozusagen und insgesamt drehe ich um 360 Grad. Das heißt, ein Drittel davon sind 120 Grad, 240 Grad und dann 360 Grad ist Identität. Gibt es noch weitere Deckdrehungen beim gleichseitigen Dreieck? Nee, okay. So, dann schauen wir mal, ob das eine Gruppe ist, ne? Die Menge der Deckdrehungen des gleichseitigen Dreiecks mit der Verkettung als Verknüpfung. Und dazu können wir eine Verknüpfungstafel aufstellen, weil es halt eine endliche Gruppe ist. Das heißt, wir können uns tatsächlich mal alle Ergebnisse aufschreiben und uns das Ding angucken. So, los geht's. Wie füllt man so eine Tabelle aus? Ihr habt jetzt genug Erfahrung gesammelt zu Hause. Wie geht sowas ein bisschen systematisch und schneller? Wie fängt man da an? Das wissen mehr. Los geht's. Wie fängt man an? Was kann man als erstes machen? Die Identität verknüpfen mit allem anderen, ne? Weil was passiert denn, wenn ich die Identität verknüpfe mit der Identität? Passiert ja, es passiert gar nichts, nicht? Ja. Genau, die Identität ist ja die Abbildung, die gar nichts ändert sozusagen und dann bleibt nur die andere übrig, mit der ich verknüpfe. Also kann ich doch schon mal die erste Zeile und die erste Spalte ausfüllen, ne? Weil Idee links oder rechts dran verknüpft immer das Gleiche ergibt. Okay, weiter geht's. Das ist eigentlich ein leichter Anfang, ne? Ja, wie geht's weiter? Ja. Stopp. Die Drehung um 240 Grad verkettet mit der Drehung um 120 Grad, gibt eine Drehung um 360 Grad. Also was schreibe ich da rein? Idee, genau. Mach weiter. Ja. Drehung um 120 Grad mit der Drehung um 240 Grad ergibt auch die Identität. Okay, sehr gut. Und jetzt fehlt noch ein paar Sachen, ja? Um 120 Grad gedreht, um 120 Grad gedreht, gibt 240, okay. Ja, um 240 Grad und nochmal um 240 Grad gedreht, ist die Drehung um 480 Grad und das sind halt 360 Grad plus 120, ne? Okay. Gut, jetzt ist das eine Gruppe?
Was müssen wir prüfen, um zu schauen, ob es eine Gruppe ist? Welche Axiome? Ja? Erstmal die Abgeschlossenheit. Wie kann man anhand einer solchen Tabelle feststellen, ob die Verknüpfung abgeschlossen ist? Ja? Ob wir eine Lücke haben, okay, beziehungsweise, ja? Wenn, ob da irgendwas drinsteht, was nicht in unserer Menge ist, die wir betrachten. Ne? Also, wenn hier drin irgendwie Drehung um 170 Grad rauskäme oder so und die nicht bereits in unserer Menge drin ist, dann hätten wir ein Abgeschlossenheitsproblem. Aber alles, was hier drin steht, kommt bereits in unserer Menge vor. Also alles das, was hier drin steht, steht auch hier am Rand. Ne? Okay, Abgeschlossenheit, check. Ja? Die Assoziativität, wie prüft man das? Mhm. Könnte man machen, Problem, das ist die Kommutativität, nicht die Assoziativität. Mist. Assoziativität bedeutet, A verknüpft mit B und dann verknüpft mit C ist das gleiche wie A verknüpft mit B verknüpft mit C. Wie können wir die Assoziativität hier prüfen? Theoretisch müsste man es entweder allgemein zeigen oder alle möglichen Kombinationen durchprüfen. Wenn man nicht eine bestimmte Sache wüsste, die wir beim letzten Mal hervorgehoben haben. Erinnert sich jemand, was bei der Verknüpfung von Abbildungen der Fall ist? Nee? Wir hatten so ein Maschinenmodell uns angeschaut und gesehen, die Verknüpfung von Abbildungen ist immer assoziativ, egal um welche Abbildung es sich dreht und begründet mit dem Maschinenmodell. Ja, erinnert ihr euch? Das sah so aus, wir haben hier eine Abbildung A, dann haben wir eine Abbildung B und dann haben wir eine Abbildung C. Das sind wie so kleine Maschinen mit Input-Output, ne? Ich tue was in die erste Abbildung rein, dann kommt das Bild der ersten Abbildung raus, wird in die Abbildung B reingesteckt, das Bild kommt hier raus, wird in die Abbildung C reingesteckt und unten kommt das Gesamtergebnis raus. Verkettung von drei Abbildungen. Und ob ich jetzt die ersten beiden zusammen als eine Maschine betrachte, die innen drin nichts anderes macht, als durch A und durch B durchzuschleusen, oder ob ich die dritte Abbildung als Maschine betrachte und nichts anderes passiert, als da innen drin durch B und C durchzuschleusen. Ne? Insgesamt wird immer durch A, durch B und durch C durchgeschleust. Egal, welche von denen ich als größere Maschine zusammenpacke. So, das ist das Maschinenmodell und man kann sozusagen, oder ihr dürft, argumentieren, immer wenn es sich um Abbildungen handelt, die man verkettet. Das ist assoziativ. Und bei diesen Drehsymmetrien und Deckabbildungen und so weiter, das sind ja Abbildungen, die verkettet werden. Also, Assoziativität ist gegeben. Abgeschlossenheit haben wir, Assoziativität haben wir. Gibt es ein Neutralelement? Hexe? Genau. Das Neutralelement können wir identifizieren, indem wir schauen, in welcher Zeile steht das Gleiche wie hier in der Zeilenüberschrift. Das ist bei ID der Fall und dann muss beim selben Element auch in der jeweiligen Spalte dasselbe stehen wie in der Zeilenüberschrift. Ja? Okay, und ID macht ja nichts mit diesen Elementen und nichts mit diesen Elementen. Das heißt, hier dran kann man sehen, ID ist das Neutralelement. Was fehlt jetzt noch für ein Axiom? Wir haben Abgeschlossenheit, Assoziativität und Existenz eines Neutralelements. Was fehlt noch? Ja?
Genau, es muss zu jedem Element ein inverses Element geben. Und dann schauen wir mal. Gibt es zu Idee ein inverses Element? Ja? Aha, Idee. Ne? Idee und Idee ergibt Idee. Mhm. Gibt es zu D120 ein inverses Element? Um 240, genau, da kommt Idee raus. Und das muss natürlich auch andersherum funktionieren, ne? Links und rechts dran verknüpft. Also D240 an D120 ergibt auch Idee. Die sind sich gegenseitig inverse Elemente. Okay, es gibt zu jedem Element ein inverses Element. Ist eine Gruppe. Sehr schön. Können wir schauen, ob die Gruppe kommutativ ist? Woran sieht man das an der Tafel? Also ist ja nicht notwendig für eine Gruppe. Ne? Ist nur notwendig, wenn wir eine abelsche Gruppe haben wollen. Aber wir können ja mal schauen, woran sieht man an so einer Tabelle, ob die Verknüpfung kommutativ ist? Ja? Achso, Entschuldigung, ich habe mich gerade vertan. Nehmen wir mal das hier. Idee und 240 kommt 240 raus und kommutativ müsste bedeuten. Okay, du hattest ein anderes Element gemeint, nämlich, was wolltest du dir anschauen? Ja, genau. Also 120 verknüpft mit 240, dasselbe wie 240 verknüpft mit 120. Jemand noch ein anderes Beispiel? Du wolltest gleich sagen, worum es geht. Aha. Nämlich? Das gespiegelt an dieser Diagonalen ergibt dieses Element und umgedreht. Das gespiegelt an der Diagonalen ergibt dieses hier. Die Diagonale an der Diagonale spielen bedeutet, ich vertausche Zeile und Spalte und dann muss das Gleiche rauskommen. Das heißt, wenn das hier gespiegelt, wenn die Elemente, die in der Tabelle stehen, symmetrisch sind zu dieser Spiegelachse, dann ist das eine kommutative Gruppe. Okay. Jetzt haben wir uns an diesem einfachen Beispiel der Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks überlegt, wie man die Abgeschlossenheit prüft. Hier drin dürfen nur Elemente vorkommen, die auch in der Ausgangsmenge vorkommen. Die Assoziativität ist gegeben wegen dem Machine-Modell, weil wir Abbildungen verknüpfen, Abbildungen verketten. Neutralelement ist klar, es muss so eine Idee geben, dass nichts verändert. Und inverse Elemente muss halt zu jedem Element ein Element geben, bei dem Idee rauskommt. Und Kommutativität teste ich mit Hilfe der Diagonalen. Okay. Das ist eine dreielementige Gruppe. Und wir haben hier ganz konkret Drehsymmetrien im gleichseitigen Dreieck. Wir könnten auch uns irgendeine andere dreielementige Gruppe basteln. Die nennen wir jetzt, die wird irgendwie verknüpft und da gibt es E als Neutralelement und die Elemente A und B und E als Neutralelement und die Elemente A und B, das sind irgendwelche Elemente. Und ich definiere jetzt, wie ich die miteinander, was die ergeben, also E und E soll E ergeben, das soll A ergeben, das B, E und A soll A ergeben, E und B soll B ergeben und außerdem soll A und A B ergeben und B und B A und A und B soll E ergeben und das soll auch E ergeben. So. Ich habe irgendeine Menge E A B mit irgendeiner Verknüpfung und das sind die Ergebnisse. Ist das hier eine Gruppe? Alle mal scharf hinsehen.
Ach so, das ist genau das Gleiche, ne? Die Struktur von den beiden Tabellen ist identisch. Ich habe nur die Elemente umbenannt und die Verknüpfung umbenannt. Die sehen aber trotzdem identisch aus, von der Struktur her. Ne? Ihr könnt jetzt hier umbenennen, das in E umbenennen, das in A umbenennen, das in B umbenennen und die Verkettung, die Verknüpfung umbenennen und schon ist es die gleiche Tabelle. Ich muss es also da nicht nochmal prüfen. Das ist ein Begriff, mit dem werden wir uns in 2 Wochen beschäftigen. Diese beiden Gruppen sind isomorph, strukturgleich. So, ich möchte jetzt mit euch eine andere dreielementige Gruppe basteln, die nicht Struktur ist, gleich ist mit der. E soll das Neutralelement sein. Also wir brauchen ja ein Neutralelement. Okay, E soll das Neutralelement sein. So, was können wir jetzt machen? Lass mal loslegen. Soll anders aussehen als die hier von der Struktur. Und was würdest du als erstes machen? Also gut, ein Neutralelement brauchen wir und das schreiben wir mal als erstes hin und dann... Okay, bleibt uns nichts anderes übrig, als das hier zu machen. So, und jetzt? A verknüpft mit A zu E. Ja, genau. Okay, warum bleibt uns nichts anderes übrig? Weil ansonsten landen wir wieder bei dem hier. Okay, na, machen wir weiter. B verknüpft mit B ist E. B verknüpft mit A wird A und A verknüpft mit B wäre B. Okay. Ist das eine Gruppe? Nee. Nee. Warum ist das keine Gruppe? Wer sieht's? Wer sieht, warum das keine Gruppe ist? Irgendwas müsste einem komisch vorkommen. Guckt mal scharf hin, was kommt euch komisch vor? Ja, sind wir? Dass die Verknüpfung einmal von A mit B A ergibt und dann ergibt sich von B mit A mit B. Also die diagonale Spiegelung ist nicht gegeben. Die Spiegelung ist nicht gegeben. A mit B ergibt B. Aber B mit A ergibt A. Okay, ist also keine kommutative Gruppe. Kommutativität muss nicht gegeben sein. Also kommutativ ist es nicht. Okay, kein Problem. Könnte trotzdem eine Gruppe sein. Ist es aber trotzdem nicht. Warum? Hexe? Weil in der Spalte A ist zweimal A. Hier kommt zweimal A raus. In dieser Spalte E verknüpft mit A ergibt A und B verknüpft mit A ergibt A. Warum kann das nicht sein? Weil B ein zweites Neutralelement in diesem Falle wäre, ja? Aber das geht ja nicht. Also, wir haben das letzte Mal bewiesen, es kann nur ein Neutralelement geben, das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Es darf in jeder Zeile und jeder Spalte jedes Element nur einmal vorkommen. Man spielt sozusagen Sudoku. Okay? Das ist, das darf nicht der Fall sein hier, 2 mal B. Und das darf auch nicht der Fall sein, 2 mal A. Okay? Das heißt, wenn wir Sudoku spielen und das hier schon vorgegeben ist und jeder Zeile in der Spalte darf jedes Element nur einmal vorkommen, wenn wir sonst ein neutral und inverses Problem hätten, okay? Wie muss ich das vervollständigen? Also hier darf nicht B stehen, sonst würde es 2 mal hier vorkommen. Also wo muss es hin? Hier. Was muss dann dahin? Mhm.
Was muss dann hier hin? Okay, und dann muss hier A hin, ne? Und das ist exakt diese Struktur hier. Fazit: Es gibt nur eine einzige Struktur, eine einzige Gruppe mit drei Elementen. Wenn man mal von Umbenennung von Elementen absieht. Ne? Also bis auf Isomorphie, sagt man, gibt es nur eine einzige mögliche Struktur für eine Gruppe mit drei Elementen. Diese da. Okay, und das meinte ich mit, wir systematisieren das jetzt mal. Also es gibt nur eine einzige Gruppe mit drei Elementen. Und jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Gibt es eine Gruppe mit nur einem Element? Habt ihr bei den Aufgaben eine Gruppe gefunden mit nur einem Element? Irgendeine Deckabbildungsgruppe. Nur einem einzigen Element. Oder wie müsste eine Gruppe aussehen, die nur ein Element hat? Ja? Nur die Identität, genau. Na? Wir haben die Identität und die verketten wir. Dann kommt nur die Identität raus. Ist das eine Gruppe? Gibt es ein Neutralelement? Ja, die Identität. Abgeschlossenheit, fangen wir an. Ist abgeschlossen? Ja, klar, kommt nur Identität vor, assoziativ sowieso, kommt eh immer nur Identität raus. Neutralelement gibt es und zur Idee gibt es auch ein Inverses. Fertig, ist eine Gruppe. Und ist auch die einzig mögliche mit einem Element. Ich kann ja nicht variieren oder so. Was für eine Deckabbildungsgruppe könnte das sein? Von welcher Figur? Die Drehsymmetrien eines gleichschenkligen Dreiecks zum Beispiel. Ja. Oder irgendeiner asymmetrischen Figur. Also nehmen wir doch mal die hier. So. Welche Deckdrehungen gibt es? Nur Drehungen um 360 Grad. So. Die Gruppe hier. So, also es gibt nur eine einzige Gruppe mit einem Element. Ja. Hm? Was ist mit dem Drehungen eines Kreises? Interessant. Deckdrehungen eines Kreises. Wie viele gibt's? Unendlich viele. Das heißt, dann sind wir im Bereich der unendlichen Gruppen. Okay. Wir basteln uns eine zweielementige Gruppe. Was können wir machen? Wie fangen wir am besten an? Oh, hier finden überall Bauarbeiten statt. Das ist ja voll nervig, ey. Alles auf dem Video drauf. Wie fangen wir an, wenn wir eine zweielementige Gruppe basteln? Die Identität und allem, was wir haben. Naja, als erstes machen wir mal die Identität, die arbeiten wir ab, ne? Weil das ist ja super easy hier. So. Okay. Was muss jetzt hier stehen? Sudoku. Identität, genau. Also A ist zu sich selbst invers. Zweielementige Gruppe. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Ne? Wenn man einmal diese Zeilenspalte ausgefüllt hat, habe ich nur die Wahl für Identität hier. Weil ich ein Inverses zu A brauche. Das ist A selbst. Kommt die Identität raus. Okay. Was für eine Deckabbildungsgruppe könnte das sein? Oder was für eine Symmetriegruppe? Etwas, was neben der Identität nur eine weitere... Ja?
die Deckabbildung vom gleichschenkligen Dreieck. Okay, nämlich, welche gibt es da? Ja, die Achsenspiegelung an der Achse A, die zu sich selbst invers ist. Wenn ich an der Achse A spiegel und wieder zurückspiegel, kommt das Gleiche raus. Das heißt, Achsenspiegelungen sind zu sich selbst invers. Selbstinvers sagt man auch. Okay. Und die Drehung um 360 Grad. Genau. Zusammenfassend bis zu dem Punkt. Es gibt bis auf Isomorphie, also Strukturgleichheit mit Umbenennung und so, nur eine einzige einelementige Gruppe von der Struktur her, nur eine einzige zweielementige Gruppe und nur eine einzige dreielementige Gruppe. Jetzt schauen wir uns die vierelementigen an. Habt ihr eine vierelementige Gruppe bei der Vorbereitung rausgefunden? Eine Gruppe mit vier Elementen. Die Drehsymmetrien des Quadrats. Okay, wir haben ein Quadrat. A, B, C, D. Und wir haben die Drehsymmetrien des Quadrats. Welche gibt es da? So, die Drehung um 90 Grad, die Drehung um 180 Grad und die Drehung um 270 Grad. So, Drehung 270 Grad. Okay, klar, das können wir sofort machen hier. Die Verknüpfung mit der Identität ist klar, ne? So. Das können wir sofort ausfüllen hier. Dann sind wir gleich fertig. So. Und wie geht's weiter? Drehung um 90 Grad verknüpft mit denen da oben. Was muss ich nur machen, wenn ich diese Zeile hier ausfüllen will? Drehung um 90 Grad verknüpft mit diesen drei Drehungen hier. Was kommt hier hin? Ja? 180, Drehung 180 Grad. Und hierhin? Wie kommt man da so schnell drauf? Ja, dann die Identität, genau. Na, wir müssen halt zu denen da oben immer 90 Grad drauf addieren. Ne? Genau, so hier müssen wir jetzt 180 Grad drauf addieren. Das heißt, dann kommen wir hier zu D270, hier zu Identität und hier zu Drehung um 90 Grad. Und hier D270 plus D90 ist die Identität. Dann haben wir hier D90. Und da D180. So, okay. Ist das eine Gruppe? Let's go. Ist es abgeschlossen? Du nickst. Warum? Ja, kommen nur die Elemente hier vor, die wir an der Ausgangsmenge haben? Abgeschlossenheit gilt. Assoziativität? Deswegen? Maschinenmodell? Check. Okay. Gibt es ein Neutralelement? Gibt es ein Neutralelement? Nämlich? Identität? Okay, ist immer bei diesen Abbildungen so. Gibt es zu jedem Element ein Inverses? Ja, weil? Sehr schön. In jeder Zeile und in jeder Spalte kommt irgendwo einmal Idee vor. Ne? Egal, welches Element ich anschaue, es gibt immer irgendein anderes, mit dem es zusammen Idee ergibt. Von links und von rechts dran verknüpft. Das heißt, in jeder Zeile und jeder Spalte kommt mindestens einmal Idee vor. Okay, ist die Gruppe kommutativ? Ja, weil
Genau. Es ist ja wurscht, ob ich immer erst um einen Winkel Alpha und dann Beta drehe oder erst um Beta und dann Alpha. Na? Okay, ist also eine kommutative Gruppe auch in dem Fall. Gut. Gibt es noch eine andere Gruppe mit vier Elementen? Eine wirklich fundamental andere Gruppe von der Struktur her. Also nicht nur, die kann umbenannt werden und dann sieht die genauso aus, sondern sie ist wirklich anders. Hat jemand eine gefunden in der Vorbereitung? Dann schauen wir uns die vielleicht mal gemeinsam an. Jetzt nehmen wir nicht nur die Drehungen, sondern die Deckabbildungen, also Drehungen und Achsenspiegelungen des Rechtecks. So, das wissen wir schon. Das kann man immerhin schreiben. Welche Deckabbildungen gibt es beim Rechteck? Die Drehung 180 Grad, die nenne ich jetzt einfach mal D. Ist das okay? Weil es gibt nur eine Drehung. Mhm. Die Achsenspiegelung an S und die Achsenspiegelung an T. So, los geht's. Also die erste Zeile in die erste Spalte kann man gleich ausfüllen. Und das ist auch echt ein guter Hinweis für irgendwelche Klausursituationen, in denen man Strategien haben sollte, um solche Tabellen schnell auszufüllen. Gut. Was wissen wir noch? Müssen wir die unterschiedlich miteinander kombinieren? Und da helfen manchmal die Eckpunkte, die bezeichnen. Oder? Das hatten wir beim letzten Mal uns angeschaut. Das war sozusagen der Einstieg überhaupt in, wie kann man da vorgehen. Was können wir noch ausfüllen? Was sieht man vielleicht sogar sofort, was man machen kann hier in der Tabelle? Ja? Die Drehung um 180 Grad mit der Drehung 180 Grad verknüpft ist wieder die Identität. Okay. Ja, die Achsenspiegelungen sind selbst invers. Ne? S mit S verknüpft ergibt die Identität und T mit T verknüpft ergibt die Identität. So, und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. S mit D gibt T. Hm? Mhm. D mit T. Also wir können es jetzt auch mal sukzessive überlegen. Ne? Wenn ich D mit T verknüpfe, machen wir das doch mal schrittweise. Also erstmal D, dann wird A hierhin abgebildet, B dahin, D hierhin und C hierhin. Na, dann habe ich D ausgeführt, einmal 180 Grad gedreht. Und jetzt spiegeln wir an T, dann landet A hier, D hier. Hier landet dann B und da C. Okay, und was wäre das für eine Abbildung, die A, B, C, D abbildet auf A, B, C, D? Mhm. Achsenspiegelung an S, genau. Also D verknüpft mit T ergibt S. Und T verknüpft mit D. Auch, sind wir uns da sicher? Also, warum? Ja, okay, dann machen wir es doch mal. Ne? Also wir machen T mit D verknüpfen. Machen wir das nochmal weg. Kommen wir durcheinander. Erst T, dann landet C hier, B da, A hier und D da. Und dann drehen wir das Ganze um 180 Grad. Dann landet C hier, D hier,
A landet hier und B landet hier. So. Dann sieht man, es ist wieder S. Okay. So, und was können wir jetzt noch machen? Was ist S verknüpft mit T? D. Und hier steht auch D. Okay. Also das kriegt man raus, wenn man jetzt wirklich das alles einzeln analysiert und dann hier die entsprechenden Ergebnisse reinschreibt. Ist das eine Gruppe? Hier wird schon genickt. Warum? Abgeschlossen? Ja, sieht man. Check. Assoziativität? Ja, Maschinenmodell. Check. Gibt es ein Neutralelement? Ja, Idee. Check. Gibt es zu jedem Element ein Inverses? Ja, nämlich? Ja, es ist zu sich selbst invers. Ist die Gruppe kommutativ? Auch. Okay. Ist das die gleiche Gruppe wie die hier, nur durch Umbenennung? Ja oder nein? Ja? Genau. Hier habe ich in der Diagonale überall ID stehen. Hier ist jedes Element zu sich selbst invers. Hier drüben nicht. Das heißt, das ist zum ersten Mal, dass wir bei einer endlichen Gruppe zwei komplett strukturell unterschiedliche Gruppen gefunden haben. Nämlich einmal diese Trisymmetriegruppe des Quadrats. Und man sagt auch, das ist eine zyklische Gruppe, weil man sozusagen so einen Drehmechanismus da drin hat. Während das hier die sogenannte Kleinsche Vierergruppe ist. So nennt man die, hat den Namen, okay. Kleinsche Vierergruppe. Also, es gibt nur eine einzige Gruppe, bis auf Umbenennung und so, bis auf Isomorphie, mit einem Element, eine mit zwei Elementen, eine mit drei Elementen, aber es gibt zwei unterschiedliche Gruppen mit vier Elementen und es gibt tatsächlich keine weiteren. Ja? Also jede Gruppe, die vier Elemente hat, ist entweder strukturgleich mit dieser zyklischen Gruppe oder strukturgleich mit der kleinsten Vierergruppe. Geht gar nicht anders. So, wer Lust hat, kann jetzt weitermachen mit 5 Elementen, 6 Elementen, 7 Elementen und so weiter. Es gibt auch auf Wikipedia eine Liste der kleinen Gruppen. Da kann man mal gucken, wie viele gibt es da jeweils. Also bei 5 Elementen zum Beispiel gibt es wieder nur eine einzige Gruppe. Bis auf Isomorphie. Nämlich die Drehsymmetrien des regelmäßigen Fünfecks. Und so weiter. So, und jetzt kann man sich ein bisschen beschäftigen mit endlichen Gruppen, wenn man Lust hat. Und noch ein bisschen weiter analysieren. Und das machen wir auch noch. Wir bleiben jetzt erstmal im Bereich der endlichen Gruppen. Bevor wir machen, gibt es dazu noch Fragen von eurer Seite.